Und es geht schon weiter mit Let's Play Fable. Ich bin es, euer MC Mafix, und im letzten Part haben wir Northfolk von den Räubern befreit. Jo. Und mit unserer Schwester haben wir auch geredet. Und die hat uns gesagt, dass unsere Mutter noch lebt und im Gefängnis von Zwillingskling festgehalten wird. Und ja. Wir haben erfahren, dass Zwillingskling Rache für seine demütigende Niederlage will. Er hat eine Bande sehr erfahrener Attentäter angeheuert, um euch zu töten. Hütet euch vor Überraschungsangriffen. Verdammt! Euer Geschick als Bogenschütze ist beeindruckend. Ihr solltet eure Kräfte am Bogenschießstand bei Nottleglade messen. Was? Zwillingskling... Oh, das ist doch asozial. Ich meine, da tun wir ihn leben lassen. Was kriegen wir als, Dankeschön? Er will uns töten. Toll. Arsch, echt. Verirrte Händler. Ach, nehmen wir die Quest jetzt einfach an. Ich schaue jetzt nicht, ob da irgendwas Schlimmes dabei ist. Ist mir jetzt wurscht. Hallo? Hä? Achso, ich hab's schon angenommen. Cool. Okay, wo genau müssen wir hin, um die verirrte Händler-Quest zu machen? Verirrte Händler. Sucht den verschollenen Bruder des Händlers. Wo ist der denn? In der Nähe von Zwillingsklingenlager. Das passt ja. Das ist ja perfekt. Oh, ich wünschte, ich hätte die Quest nicht gemacht, echt. Jetzt werden wir die ganze Zeit wahrscheinlich von so Kack-Assassinen angegriffen und sie fertig machen. Mima, mich selbst. Hilf nur dir selbst. Komm, ich werde gleich jump mich an. Ah, der jumpt mich an. Oh, sorry. Das verstößt gegen das Gesetz. Ah, so ist es besser. Gefällt mir. Dann können wir die ganze Zeit ziehen und ganz schnell wieder wegmachen. Okay, muss ich mir merken. Komm, mit dem fetten Hammer hier rumlaufen. Stört keinen. Okay, wo geht's jetzt hin? Zu dem Lager musste man, ja. Ey, da hinten steht jemand, fällt mir gerade auf. Hat er eine Quest für uns? Okay, komm. Wo ist einer? Okay, das ist doch... Achso, der steht da oben. Achso, können wir. Feldspitzenpfad gehen wir. Ja! Hier haben wir unsere, Schwester einmal gefunden auf dem Weg ins Zwillingsklingenlager hier. Ach, das war schon so lange her. Damals waren wir noch jung und frisch. Und jetzt sind wir alt und hässlich und... Aber dafür haben wir eine coole Rüstung. Und warum ist hier eine Sackgasse? Blöd. Richtig blöd. Echt. Oh, ein Schmetterling. Ich hasse Schmetterlinge. Ich hoffe, uns werden jetzt hier nicht alle dann angreifen in dem Lager. Das wäre gar nicht mal so gut. Wahrscheinlich jumpen uns dann Assassinen an. Ich will nicht gegen Assassinen kämpfen. Ich bin der Assassino. Bitte helft mir. Mein Bruder Thomas hat sich irgendwo da vorn verirrt. Mir nach. Ich glaube, er ist irgendwo da oben. Ich habe das Gefühl, das ist eine Falle. Ich wette darauf, dass es eine Falle ist. Ganz ehrlich. Das passt schon. Es würde schon so perfekt passen. Okay, da greifen wir uns das gleich wieder an. Er ist tiefer in den Wald rein. Ich trau mich da nicht hin. Ist doch kein Wald. Ist da dann bitte ein Wald? Komm, du kannst dich vor uns nicht verstecken. Bam, bam. Und Butzke, das sind echt nur Zwillingsklinge-Tinys. Die sind echt nicht mehr stark. Am Anfang waren die echt schwer zu besiegen, aber jetzt sind die gar nichts mehr. Komm, die haben wir jetzt mit dem Feuerball weg. Butzke! Gar nicht hat. Ich meine, ich muss mal wachsam bleiben. Ich will irgendwann mal Blitz upgraden in der nächsten Zeit. Ja, irgendwie, wenn ich die Gegner anvisiere, kämpfe ich schlechter, als wenn ich sie nicht anvisiert habe. Was für eine Logik, echt. Da unten ist doch irgendwo noch einer, oder? Will ich mich. Ey, wo kommt der denn her? Hab ich doch getötet. Bist du jetzt tot? Hä? Wo kommt der her? Ich wette, das war so ein Assassino. Okay, wenn das die Assassinen wäre, dann könnte ich leben. 3 Schläge. Das kann ich noch verkraften, aber ich werde, das sind dann so Tausendergruppen. Und dann so alle so 1 Milliarde Schläge brauche ich für jeden einzelnen. Ich sehe sie! Das ist nicht gut. Jo. Es ist nicht gut für dich. Wer kann das? Ich würde... Zack. Ich kann gar nicht hinsehen. Komm. Und Zack. Du bist gemein. Du bist so gemein.
Komm, steh wieder auf. Okay, läuft. Läuft wirklich. Und da vorne ist noch einer. Echt, Mann, ich muss mir aber jetzt mal wirklich einen starken Bogen kaufen. Ah, und die Schaff. Ich weiß ja nicht, ob das echt schon Willingsklings Agenten sind. Also, Agent hat seinen Einsatztrupp oder ob das jetzt nur daran liegt, dass ich jetzt hier im Lager von dem bin. Ich hoffe, es liegt einfach nur daran, dass ich hier da im Lager bin. Obwohl, die werden gar nicht mehr so schwer. Weg. Schön. Auch trotzdem muss ich mir mal einen guten Bogen kaufen. Wetten wir jetzt genauso im Lager von denen, ich wette es. Helft mir! Ich hab mich verirrt! Ja, deswegen bin ich ja hier. Bitte helft! Ich folge euch zu meinem Bruder! Ihr müsst ihn doch gesehen haben! Hab ich. Komm her. Oh, da von hinten kommen wir zu hier. Bam! Ihr seht. Mit meinem Hammer hast du keine Chance. Mit meinem Hammer meine ich natürlich mich, denn ich bin Hammer. Komm, nicht wagen. Ich folge, ich folge. Ja, dann folg halt. Zack, zack, zack. Zack. Ist das gruselig. Weg. Ich hoffe, er wird stammt nicht weg von hinten uns an. Na, doch, natürlich. Das wäre sonst zu schön gewesen, echt. So, weg. Wie konnte ich nur so dumm sein? Ja, das frage ich mich auch. Aber komm. Oh. Und solche Quests sind mir sympathisch. Die sind nicht schwer. Komm, weiter, 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 weiter. Ist das schon wieder einer? Nee. Stan! Wo seid ihr? Warum kommt da die Musik? Achso, weil da vorne einer ist. Oh, der hat Feuer. Wollt ihr noch mehr? Der hat wahrscheinlich auch noch Flammen aus seinem Bogen. So was darf nur ich haben. Ich habe Angst! Zack, zack, zack. Und das war schon. Und da ist noch einer. Oh, irgendwas. Hä, warum stehen da zwei Räuber? Ach so, das ist unser Heini. Ja, ich schau da schnell, oben bei dem Auge. Holt mich hier raus. Das war ja nur der andere Begleiter, der uns angeschaut hat. Den tue ich jetzt mal wieder Bogen. Ich tue ihn Bogen. Ich boge dich. Okay, Stan! Es läuft. Wo läuft seid ihr? Weg, echt? Feigling. Das ist eure einzige Chance. Ja, meine einzige Chance, natürlich. In deinen Träumen. Ich mach dich ohne Waffe alle, komm. Bam, 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 okay, das kann eine Weile lang dauern, ja. Ich könnte schon machen, aber es wird halt Jahre dauern. Oh. Hab ich ihn jetzt getroffen? Gut, ich habe ihn jetzt weggehauen. Übrigens, was ich auch gelesen habe, dass man nur in Fable Lost Chapters Leute heilen kann mit dem Heiltab, also andere. Also das müsst ihr mir aber erzählen, wenn ihr das normale Fable habt, also es gibt es ja noch für die Xbox, ob man da wirklich nur sich selbst heilen kann. Ich folge, ich folge! Oh, ihr habt ihn gefunden. Danke, danke. Nehmt das. Vielleicht könnt ihr was damit anfangen. Vielleicht auch nicht, aber... ein Schatztipp. Es gibt ja irgendwo in Oakwell einen Schatz. Ich frage mich, wo der ist. Er ist wahrscheinlich irgendwo so in der Gilde so, wo wir eigentlich perfekt damit hätten rechnen können. Aber egal. Boah, was hatten wir schon wieder? Wie viel Gold hatten wir denn? Ich glaube, wir hatten richtig viel gerade. Felsspitzenfahrt. Jetzt müssen wir wieder laufen. Ich will nicht laufen. Ich bin alt. Ich bin schon 40 Jahre alt. Meine Arthritis kommt schon. Ne, was ich auch gelesen habe, man kann maximal 65 Jahre alt werden. Danach hört das Altern automatisch auf. Und es gibt auch Möglichkeiten, dass man wieder verjüngert wird. Einmal durch Skorms Kapelle, indem man Opfer gibt. Also indem man Leute tötet. Und in der anderen, in Avons Kapelle, wenn wir wenn wir den Geld geben. Warte, ich bin gleich wieder da. Sorry, ich wurde angerufen. Gut, wir sind wieder in Oakwell. Und das heißt, wir können jetzt... Was können wir in Oakwell machen? Eigentlich gar nicht. Wir können nach unserem... wir können ja Miete von unserem Haus wiederholen. Und dann reisen wir, würde ich sagen, wieder zur Gilde. Die Quest haben wir schon angenommen. Dann müssen wir gar nicht mehr zur Gilde. Dann könnten wir... was könnten wir dann? Als ich mir vorgestellt habe. Hallo. Darkwood braucht einen Champion. Hey. Jemand, der die Reisenden dort beschützt. Ihr habt heute aber gute Laune. Hey. Es macht... Oh, ich bin heute Abend frei. Ich kann... Soll ich dir einen Ehering schenken? Ja, ich schenke jetzt mal einen Ehering. Aber einen falschen Ehering. Ja, ich schenke...
falscher Ehering. Ich habe keinen falschen Ehering. Schenk mir ein Parfüm. Ist auch gut. Hurra! Ich bin überwältigt. Und was das ist wundervoll. Hurra! Folge mir, oder? Hurra! Oh, sie liebt uns. Hey! Ich bin heute Abend frei. Okay, was können wir jetzt mit dir machen? Wie aufregend, euch zu sehen! Haben wir ein monstergroßes Herz und was können wir jetzt machen, ist die Frage. Hey! Ich bin heute Abend frei. Ja, was bringt mir das? Nur ein Wort. Ehering. Was? Ehering? Ja, doch, gib mir. Ich will jetzt einfach mal testen, was da ein cooles passiert. Ich war ja noch nicht verheiratet in dem Spiel. Geschenke, ich habe sogar einen, ein Ehering hier. Teuer, 900. Muss ich schon was bieten hier. Ich bin überwältigt. Das ist wundervoll. Hurra. Ihr könntet vielleicht ein Haus für uns kaufen. Okay, komm mit. Hurra. Ach so, wir haben sie jetzt geheiratet. Nein, möchte sie in diesem Haus leben? Ja. Wir würden ein schönes Ehepaar abgeben. Wollt ihr mich heiraten? Ja. Kommt jetzt. Und so heiratete der Held. Wenigstens einen Tag lang wurden die Sorgen des harten Alltags beiseite gewischt. Ihr habt eine Aussteuer von 2000 Gold für die Ehe erhalten. Cool. Ach, ich kann es gar nicht fassen, dass wir verheiratet sind. Oh, was, 40.000 Gold? Was kann ich jetzt mit dir machen? Da seid ihr ja, mein Liebling. Hey. Cool. Wo ist unsere Frau hin? Sie ist weg. Stellt diese Trophäe dann in dem Trophäenpodest bei dir. Sie stellt den Besitzer, dann könnt ihr mit an. Achso, ja, super. Können wir ja nicht machen. Nee. Cool. Und wo ist unsere Frau hin? Betrügt ihr uns schon? Boah, schlimme Frau. Ja, benutzt was nochmal. Cool, wir sind verheiratet. Ach, ich kann es gar nicht fassen, dass wir verheiratet sind. Folge mir. Folge mir. Klar komme ich mit euch. Ja, dann komm mal mit. Komm, wir gehen da rein. Das klappt denn nicht mal. Ach, das ist doch einfach alles kacke. Warum ist schon wieder Nacht? Ich will, dass es Tag ist. Okay, wir sind verheiratet. Einfach nur aus Langeweile. Heirat aus Langeweile. Einer der häufigsten Gründe, warum man heiratet. Nein, das kannst du hier weggehen. Warte. Sagen wir nochmal zu. Hey. Ich möchte sagen, wie sehr ich euch liebe. Warte. Was für ein Held. Ja, dein Liebling. Damit kann ich leben. Tschüss. Ciao, meine Angebetete, von der ich keinen Namen weiß und die komplett aussieht wie jeder andere. Egal, ich liebe sie. Ich will sie. Ah, ich hab's schon gerettet. Okay. Ich bin jetzt irgendwie verwirrt, weil das war jetzt einfach nur mal so ein Test war. Kann man die auch irgendwie wieder in den Wind schießen? Da stand doch mal was von verwitwet. Ah, also wenn ich keine Lust mehr hab, kommt der Hammer zum Einsatz. Okay, aber wir machen jetzt einen Cut und sehen uns dann wieder bei unserem Starlerboy, der jetzt geheiratet hat. Und bei Let's Play Fable. Euer MC Muffix. Ciao.